Tagesordnungspunkt 68, Antrag der Fraktion der SPD. Aktuelle Stunde, 50.000 € Vergleichszahlung in der Polizeichef-Affäre usw. so weiter und so fort, 19/22/32. Das Wort hat der Kollege Günter Rudolph, SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Besetzung der Stelle des Präsidenten bei der Hessischen Bereitschaftspolizei war ein jahrelanger Prozess. In 2007 wurde zunächst versucht, einen dem damaligen hessischen Innenminister, Herrn Bouffier, sehr bekannte Persönlichkeit, nennen wir ihn Herrn L., mit der Stelle zu betrauen. Das kriegte ein anderer Interessierter mit, hat sich auf das Verfahren beworben. Deswegen musste das erste Verfahren gestoppt werden. Dann gab es ein zweites Auswahlverfahren. Das hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof gestoppt, weil der Bewerber Ritter besser war als der von Herrn Bouffier gewünschte. Und da das alles nicht fruchtet, hat er gesagt, machen wir jetzt mal was anderes, was klappt. Kabinettsbeschluss, der Favorit von Herrn Bouffier wurde ernannt. Und sofort die Ernennungsurkunde ausgehändigt. Der Unterlegene hatte nicht die Möglichkeit, rechtlich dagegen vorzugehen. Das war ein bemerkenswerter Vorgang. Ein Stoppantrag von dem Verwaltungsgericht Wiesbaden hatte aus rechtlichen Gründen keine Chance. Aber immerhin, das Land Hessen musste die Gerichtskosten zahlen, auch damals schon Verschwendung von Steuergeldern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Konsequenz, es gab den Untersuchungsausschuss 18-2 im Hessischen Landtag. Die Besetzung der Stelle des Präsidenten bei der Hessischen Bereitschaftspolizei im Jahre 2009 durch den damaligen hessischen Innenminister und heutigen Ministerpräsidenten Volker Bouffier war rechtswidrig. Die Auswahlentscheidung war materiell rechtswidrig. Der damals unterlegene Bewerber hatte aufgrund des rechtswidrigen Handels wurde in seinen Rechten aus dem Grundgesetz verletzt. Da der damalige Innenminister, wie er selbst im UNA sagte, das Verfahren geleitet hat, liegt die Verantwortung für die Rechtsverletzung ausdrücklich und persönlich bei ihm, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der damalige Abgeordnete der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Herr Jürgen Frömmrich, hat in der Plenardebatte zum Abschlussbericht vom 31. Januar 2013 wörtlich folgendes Zitat gesagt. Herr Ministerpräsident und ehemaliger Innenminister, wenn Sie politischen Anstand hätten, würden Sie daraus Ihre Konsequenzen ziehen und zurücktreten. Was damals richtig war, kann heute nicht falsch sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weiteres Zitat von Herrn Frömmrich. Bouffier habe als Oppositionspolitiker bei weit nichtigeren Anlässen den Rücktritt von Ministern des rot-grünen Kabinetts gefordert. Die Älteren wissen das. Wenn ein Knacki ausbrach, war der rot-grüne Justizminister persönlich verantwortlich. Und nur weil der damalige Frankfurter Polizeipräsident so ein Pferd statt in Frankfurt in Wiesbaden geritten hat, gab es einen Untersuchungsausschuss, gab es Rücktrittsforderungen des Herrn Bouffier. Wenn wir solche Maßstäbe hätten, Herr Bouffier, wären Sie schon 20 Mal zurücktreten müssen, um das einmal deutlich zu sagen. Ich könnte die 5 Minuten mit Zitaten von Herrn Frömmrich vollbringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nächstes Zitat. Ein Innenminister, der gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verstößt, sollte seinen Hut nehmen, sagte Jürgen Frömmrich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was damals richtig war, kann heute nicht falsch sein. Relativ einfach, relativ klar. Herr Ritter hat das Land Hessen verklagt, und jetzt durch Medienerkenntnisse gab es einen sogenannten Vergleich. Das Land Hessen zahlt freiwillig ohne Anerkennung eines Rechtsanspruchs 50.000 €. Meine Damen und Herren, das gefährdet die Einhaltung der Schuldenbremse in evidenter Weise, weil diese Monstranz tragen Sie jeden Tag vor uns her. Wer leichtfertig 50.000 € Steuergelder ohne Anerkennung eines Rechtsgrundes zahlt, der muss ein Urteil des Landgerichts Wiesbaden in der Sache mehr als fürchten. Das ist der entscheidende Tatbestand. Im Untersuchungsausschuss 18-2, der musste übrigens seine Minderheitenrechte vor dem Staatsgerichtshof erklagen, erneute Zeugenvernahme von Herrn Ritter, Einberufung eines Sachverständigen, ist alles mit CDU-Arroganz abgelehnt. Aber wir haben trotzdem Recht bekommen, weil in diesem Land gilt noch Recht und Gesetz, meine Damen und Herren. Politische Vetternwirtschaft, verbundene Rechtsverstöße und Verschleierungstaktik des damaligen Innenministers kamen zum Vorschein. Und wir haben auch die Erkenntnis gehabt, dass es die papierlose Verwaltung im Innenministerium damals schon gab. Es gab
kaum Unterlagen, nachträglich gefertigte Vermerke. Das wussten wir nicht. Papierlose Verwaltung war schon im Jahre 2007, 2008 und 2009 ein Thema in der Hessischen Landesverwaltung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was bleibt? Dass das Land Hessen 50.000 € Steuergelder verschwendet. Und wir werden jetzt die Moralinsäure der GRÜNEN hören. Wahrscheinlich haben Sie sich schon 24 Mal entschuldigt bei Herrn Bouffier, jemals so etwas gesagt zu haben. Meine Damen und Herren, das, was damals richtig war, dass es sich um eklatante Rechtsverstöße handelt. Und wer früher die politische Verantwortung von anderen einfordert, bei weit nichtigeren Anlässen, der muss sich schlicht und ergreifend an diesen Tatsachen messen lassen. Und deswegen, Herr Innenminister Bouffier, Sie sind ja durchaus skandalerfahren, Sie sind Untersuchungsausschuss erfahren. Tragen Sie die politischen Verantwortung und die politischen Konsequenzen. Wir können uns als das Land Hessen als Steuerzahler nicht leisten, 50.000 € zu zahlen für Ihr politisches Fehlverhalten. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Das Wort hat der Abgeordnete Bellino, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wieder einmal wird der erfolglose und hilflose Versuch unternommen, einen normalen Vorgang zu skandalieren. Fakt ist, ich weiß ja nicht, was Sie heute Morgen gefrühstückt haben, aber wenn ich zur Erheiterung beitragen kann, tue ich dies gerne. Aber wenn Herr Rudolph sich hierher stellt und sagt, die 50.000 € würden die Haushaltskonsolidierung gefährden, dann frage ich mich, was Sie mit den 500 Millionen € sagen, die Sie an ungedeckten Haushaltsanträgen gestellt haben, und was Sie dazu sagen, dass gerade die SPD-Fraktion zusätzlich zu den Mitteln, die die Fraktionen erhalten, 50.000 € mehr haben wollte. Das sind 5 x 50, sind 250.000 €. Ja, dann können wir das Land Hessen wohl verkaufen, oder was ist das, wenn ich Ihrer Logik folge, Herr Kollege Rudolph? Aber kommen wir zu den Fakten. Fakt ist, dass der beste von damals drei Bewerbern, Herr Vorsitzender, kann man etwas für Ruhe sorgen? Oder es geht an meine Redezeit wieder. Fakt ist, ja, dass Sie da nervös werden, kann ich verstehen. Sie hätten sich die Aktuelle Stunde ersparen können. Fakt ist, dass der beste von damals drei Bewerbern, Herr Langegger, den Namen darf man sagen, ausgewählt und bestellt wurde. Und er führte das Amt bis zum Ende seiner Dienstzeit beanstandungsfrei. Mit Vetternwirtschaft, wie Sie das suggerieren, hat das nichts zu tun. Existieren weder verwandtschaftliche Beziehungen noch spiele das Parteibuch eine Rolle. Und Fakt ist auch, dass damals 2013 von 22 Führungskräften der hessischen Polizei drei oder vier mit einem Parteibuch der CDU ausgestattet waren. Das wäre bei Ihnen anders gewesen. Fakt ist, dass der schlechteste der drei Bewerber auch bei einem zweiten Auswahlverfahren unterlag. Fakt ist, dass bei dieser Personalauswahl, bei diesen Beurteilungen Minister und Staatssekretär nicht beteiligt waren, sondern dass dies von Fachleuten aus Polizei und Ministerien getroffen wurde. Das eigentliche Auswahlverfahren war eben nicht rechtswidrig. Ganz im Gegenteil, es wurden Zugeständnisse en masse gemacht. Hier von Willkür zu sprechen, ist unverschämt. Es gab eine Ausschreibung, obwohl das bei solchen Positionen nicht üblich ist. Es gab ein zweites Auswahlverfahren, obwohl dies nicht notwendig war. Die Vorgesetzten des unterlegenen Bewerbers verzichteten auf seinen Wunsch an der Teilnahme der Beurteilungs- und Auswahlgespräche. Und der Unterlegene und sein Rechtsanwalt akzeptierten damals, dass man weiter nach anderen Verwendungsmöglichkeiten sucht. Und es galt, eine Vakanz bei der Bereitschaftspolizei dringend zu schließen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und Fakt ist auch, dass der Vergleich, der hier angesprochen war, eben nicht ein Schuldeingeständnis darstellt. Es ist zweifelhaft, meine Damen und Herren, ob man nach sechs Jahren noch weitere Erkenntnisse in einem Gerichtsprozess, der lange dauert und viel Geld kostet, finden kann.
Schon im Untersuchungsausschuss konnten damals 2013 sogenannte Beurteilungslücken nicht geschlossen werden, da bereits 2013 7 von 10 Beurteilern, die den Kandidaten, den unterlegenen Kandidaten bekleideten, im Ruhestand waren. Der vom Gericht vorgeschlagene Vergleich reflektiert auch dies und sah zumindest ein Mitverschulden des unterlegenen Bewerbers. Nur so ist der Vorschlag des Gerichtes, des Richters, zu verstehen. Schließlich forderte der unterlegene Bewerber einen dreimal so hohen Betrag. Er erhält gerade einmal ein Drittel der geforderten Summe, und er muss dafür aber 2 Drittel der Verfahrenskosten tragen. Auch dies zeigt, dass dieser Vorschlag alles andere als ein Urteil über das Auswahlverfahren ist. Durch diesen Vergleich, und deshalb hat man sich wohl auch darauf eingelassen, können Zeit und Kosten gespart werden. Denn die Chancen, nach weiteren 6 Jahren neue Erkenntnisse zu gewinnen, sind mehr als gering. Und deshalb ist ein langer und teurer Prozess nicht gerechtfertigt. Das ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeldern, wohl wissend, dass die Opposition auch dieses wieder skandalisieren würde. Aber wenn es einen Skandal in der hessischen Polizei gab, dann war das die Ausstattung der Polizei zu Zeiten der SPD-Verantwortung. Schusssichere Westen kannten die Polizisten nur aus dem Katalog. Internetanschlüsse kannten sie aus Science-Fiction-Sendungen. Und die personelle Ausstattung war so, dass sich allenfalls die Ganoven darüber freuen konnten. So unterirdisch war das. Ja, man hätte prüfen können, ob man einen langwierigen Prozess, ich habe das bereits angeführt, anstrebt, statt einen Vergleich vorzunehmen. Man hätte anführen können, dass ein alternatives Stellenangebot vorgelegt hat, dass es ein zweites freiwilliges Auswahlverfahren gab, dass die Vorgesetzten auf Beurteilung verzichteten. Aber in der Abwägung kam man wohl zu der Erkenntnis, dass diese Kosten- und Zeitbudgets eben nicht bereitgestellt werden sollten, da es dann eben in der Tat teuer würde. Deshalb hat man meines Erachtens zu Recht diesem Vergleich zugestimmt, unter der ausdrücklichen Beibehaltung der ursprünglichen Rechtsauffassung und ohne Anerkennung einer Schuld. Das damalige Auswahlverfahren führte dazu, dass der beste der 3 Bewerber mit der wichtigen Aufgabe betraut wurde. Die Aktuelle Stunde, meine Damen und Herren, war und ist überflüssig. Sie sollte nicht aufklären und erhellen, sie sollte skandalisieren und vorführen. Beides dient weder der Polizei noch einer Opposition, die ernst genommen werden will. Besten Dank. Vielen Dank, Kollege Bellino. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In der letzten Wahlperiode gab es einen Untersuchungsausschuss zur sogenannten Polizeichef-Affäre. Es war zu untersuchen, ob der damalige Innenminister Volker Bouffier den Posten des Präsidenten der Bereitschaftspolizei rechts- und verfassungswidrig an einen Parteifreund vergeben hat. Wie immer bei CDU-Skandalen zeigte sich Volker Bouffier hochempört. Die Vorwürfe seien falsch, unverschämt und ehrenrührig. Er habe nach Recht und Gesetz und nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Alles also wieder einmal eine böse Schmutzkampagne gegen seine Person. Jeder hier im Raum weiß, dass das nicht wahr ist. Jeder hier im Raum weiß auch, dass Volker Bouffier in vollem Wissen gegen Recht und Gesetz verstoßen und dabei Schaden für das Land in Kauf genommen hat, um einen Parteifreund massiv zu bevorzugen. Kurz die Fakten. Kurz die Fakten der 3 Gerichtsurteile in diesem Verfahren, auch Herr Bellino. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden stellte fest, dass die Übergabe der Ernennungsurkunde an Parteifreund Langegger rechtswidrig war. Der Verwaltungsgerichtshof Kassel bezeichnete in einem Urteil den Vorgang als grob rechtswidrig und stellte dem Land sämtliche Kosten des Verfahrens in Rechnung. Und nun, letzte Woche, endete das Zivilverfahren mit einem Vergleich über 50.000 € für den Kläger. Alles Entscheidungen in einem normalen Verfahren, Herr Bellino. Schon
Schon Bouffiers Fachabteilung hatte übrigens genau davor gewarnt, konstatierte schwere Rechtsverstöße und berechnete bereits damals eine Schadenssumme von über 60.000 €. Im Verhältnis zu den 50.000 € sind das nach meiner Lesart 80%, die sozusagen hier der Kläger obsiegte. Im Untersuchungsausschuss kamen im Übrigen zwei Gutachter zu ähnlichen Ergebnissen. Im Strauch-Gutachten heißt es, Zitat, 17 mehr oder weniger schwere Verfahrensverstöße belegen eine zielgerichtete Verfassungs 17 eine zielgerichtete verfassungswidrige Ämterpatronage zugunsten Langeggers. Zitat Ende. Im Gutachten übrigens des einstimmig vom Ausschuss beauftragten Verwaltungsjuristen Prof. Pechstein heißt es, Zitat, die Verfahrensmängel haben dazu geführt, dass die Auswahlentscheidung zugunsten Langeggers eindeutig rechtswidrig war. Eindeutig rechtswidrig war. Ich konnte seinerzeit nachweisen, dass dem Ausschuss Akten vorenthalten wurden. Denn durch das von mir vorgelegte Widerspruchsverfahren, Widerspruchsschreiben des unterlegenen Bewerbers Ritter wurde klar, dass die Schadenersatzansprüche eben nicht verjährt waren, so wie die Verwaltung das damals behauptete, also ein Prozess folgen würde, so wie er jetzt auch stattfand. In der Aussprache zum Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses sagte ich damals, Zitat, dieser Sachverhalt wird dazu führen, dass der unterlegene Bewerber Ritter sehr große Aussichten hat, seinen bereits angestrengten Schadenersatzprozess zu gewinnen, was ja jetzt auch auf dem Tisch liegt. Zitat Ende. Trotzdem haben der ehemalige Staatssekretär Boris Rhein, hat der damalige Innenminister Bouffier und haben CDU und FDP-Fraktion an ihren Märchen festgehalten und per Mehrheit beschlossen, es habe keinerlei Rechtsverstöße gegeben. Mehrheit gleich Wahrheit, meine Damen und Herren. Seitdem die CDU Hessen regiert, wird Skandal um Skandal ausgesessen, ohne nur den Hauch von Scham und Verantwortungsgefühl. Dramatisch ist der Rollentausch der GRÜNEN, die dies immer als Arroganz der Macht skandiert haben und in der Polizeiaffäre hart mit Volker Bouffier und Boris Rhein geurteilt haben. Wenn die GRÜNEN entgegen allen früheren Erklärungen nur noch Gehorsam den Untertan geben, dann sind sie leider genau da angekommen, wo sie angeblich hin wollten, in der puren Arroganz der Macht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Abg. Jürgen Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe mir eigentlich sagen lassen, dass man bei so einer Hitze und bei solch einen Temperaturen den Blutdruck einigermaßen in Ruhe halten sollte. Vielleicht wäre das dem Herrn Kollegen Rudolph in dieser Sache auch angemessen und angetan gewesen, meine Damen und Herren. Die sogenannte Polizeichef-Affäre wird jetzt, meine Damen und Herren, auch einen Jurist. Sie wollten doch hören, was ich sage. Also vielleicht sollten Sie dann vielleicht auch mal lauschen, wenn man schon etwas sagen will. Die sogenannte Polizeichef-Affäre wird jetzt auch einen juristischen Abschluss finden. Nach dem Abschluss des Untersuchungsausschusses 18-2 in der vergangenen Legislaturperiode haben sich jetzt der ehemalige Vizepräsident der Bereitschaftspolizei, Herr Ritter, und das Land Hessen vor Gericht auf einen Vergleich verständigt. Dieses Stellenbesetzungsverfahren war nun wirklich kein Ruhmesblatt für die Landesregierung der vergangenen Legislaturperiode. Das muss man ganz deutlich feststellen. Ein Ruhmesblatt allein schon deswegen nicht, meine Damen und Herren, und das in Richtung von Kollegen Rudolph. Wenn es ein Ruhmesblatt gewesen wäre, würde man sich nicht vor Gericht wiedersehen. Von daher war es natürlich kein Ruhmesblatt. Kritikpunkte hat es von unserer Seite mehrfach gegeben. Im Besetzungsverfahren wurden schwerwiegende Fehler gemacht.
Die Dokumentation des Verfahrens ist unzureichend gewesen. Die Fachabteilung wurde nicht oder nur unzureichend beteiligt. Ein externer Gutachter hat uns, wir haben das, glaube ich, gemeinsam in Auftrag gegeben, hat uns bei diesen Einwänden auch bestätigt. Meine Damen und Herren, die Haltung meiner Fraktion in dieser Angelegenheit kann man im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses 18.2, Drucksache 18.6800, nachlesen. Das würde ich Ihnen empfehlen, Herr Kollege Rudolph. Dort haben wir gemeinsam, Herr Kollege Rudolph, mit der SPD ein Minderheitenvotum abgegeben. Wir waren damals nicht in der Regierungsverantwortung, und wir lassen uns als GRÜNE auch nicht in Verantwortung für Vorgänge nehmen, an denen wir nicht beteiligt waren. Meine Damen und Herren, das ist, glaube ich, auch richtig. Es ist immer so, das weiß vielleicht die SPD nicht mehr, es ist immer so, dass eine neue Landesregierung auch schwierige Vorgänge von alten Landesregierungen übernimmt. Und wenn die SPD die Vorwürfe an uns als GRÜNE, die ja gerade hier geäußert worden sind, ernst nehmen würde, dann hätte in Hessen die hessische SPD nie mit der CDU über die Bildung einer Koalition in Hessen überhaupt reden dürfen, Herr Kollege Rudolph. Von daher würde ich empfehlen, in dieser Sache den politischen Klamauk wegzulassen. Ich habe Verständnis dafür, dass Sie das natürlich versuchen. Das ist die Aufgabe von Opposition. Ich weiß auch, dass Sie eine schlechte Woche gehabt haben. Aber, meine Damen und Herren, ich finde, wir sollten den politischen Klamauk hier weglassen. Und ich stelle noch einmal fest, Herr Kollege Rudolph, Sie wollten es ja hören. Mit diesem Vergleich findet eine Altlast aus der schwarz-gelben Regierungszeit einen Abschluss. Wir GRÜNE hatten von Anfang an massive Kritik an dem Besetzungsverfahren und den getroffenen Entscheidungen. Es ist richtig, dass das Land jetzt einem Vergleich zustimmen wird, um so hohe Kosten für das Land auch durch ein weiteres Gerichtsverfahren für die Staatskasse abzuwenden. Meine Damen und Herren, richtig ist auch, Herr Kollege Schmidt, gerade in Richtung an Sie als Juristen vielleicht, richtig ist auch, Herr Kollege Schmidt, ein Vergleich vor Gericht ist keine Verurteilung, und das sollten Sie vielleicht auch einmal zur Kenntnis nehmen. Herr Ritter und das Land Hessen haben sich in einem Verhältnis zwei Drittel zu ein Drittel eine Regelung vor einem Gericht getroffen. Das Land zahlt ein Drittel der geforderten Summe, die Herr Ritter haben wollte. Herr Ritter bezahlt zwei Drittel der Prozesskosten. Noch einmal, ein Vergleich ist keine Verurteilung. Und unsere Haltung können Sie im Bericht des Untersuchungsausschusses 18.2 nachlesen. Das ist die Faktenlage. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Frömmrich. Das Wort hat der Abg. Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie erleben es selten, dass mir die Worte fehlen. Aber nach diesem Auftritt meines Vorredners ist das schon ein bisschen spannend. Einzige, was mir dazu einfällt, wer jetzt noch Zweifel an den chamäleonhaften Fähigkeiten unserer grünen Kollegen hat, der hat sicher nicht zugehört eben. In der Sache, Frau Kollegin Dahn, brauche ich im Gegensatz zu Ihnen meine Position und meine Einlassung hier nicht zu ändern. Die heißt so geblieben, wie sie auch damals war. Und das muss ich der SPD sagen. Ihre Einschätzung, Ihre Voraussetzung schon in der Betitelung der Aktuellen Stunde und auch in der Diktion Ihres Antrags ist falsch. Denn Sie gehen von falschen Voraussetzungen aus. Wir haben hier vor zweieinhalb Jahren den Abschlussbericht diskutiert. Und ich will mal kurz in Erinnerung rufen, was damals der Berichterstatter aus dem Abschlussbericht zitiert hat und hier vorgetragen hat. Die Zusammenfassung lautet, die mit dem Untersuchungsauftrag
und in der Medienöffentlichkeit erhobenen Vorwürfe, Staatsminister Bouffier und die Hessische Landesregierung hätten rechtswidrig einen Parteifreund zum Präsidenten des Bereitschaftspolizeipräsidiums ernannt, haben sich als unzutreffend und haltlos erwiesen. Und es heißt weiter, dass sich keine Zweifel ergeben haben, dass die Stelle in einem rechtmäßigen Verfahren mit dem am besten geeigneten Bewerber besetzt worden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Quintessenz des Ausschusses gewesen, nach wirklich langer und intensiver Arbeit. Und Sie haben ja auch damals schon keine Gelegenheit ausgelassen, dieses Thema entsprechend hochzuziehen. Und eins, da muss ich aber auch Ihren Redebeitrag von vorhin etwas korrigieren, Herr Kollege Rudolph. Am Ende der Beratung hat auch die sozialdemokratische Fraktion nie mehr Zweifel daran geäußert, dass am Ende des Verfahrens der besser geeignete Bewerber ernannt worden ist. Daran gab es keinen Zweifel. Und das haben alle beteiligten Personen und Zeugen auch im Untersuchungsausschuss bestätigt. Trotzdem muss ich einmal sagen, ich wundere mich über dieses Verhalten der Landesregierung. Warum zahlt diese Landesregierung eine Vergleichssumme von 50.000 € Steuergeld der hessischen Steuerzahler? Und da an dieser Stelle kann man leider etwas Juristerei nicht ersparen. Wenn man Schadensersatz abwenden will, dann muss es Schadensersatzforderungen geben. Und Schadensersatz setzt voraus, dass es einen sogenannten kausalen Schaden gibt. Das heißt, es müsste aus dem, was damals an Fehlern unstreitig passiert ist, auch ein echter materieller Schaden für den unterlegenen Bewerber entstanden sein. Das aber, meine Damen und Herren, setzt voraus, dass man sich das sogenannte rechtmäßige Alternativverhalten anschaut. Was wäre denn gewesen, wenn das Verfahren in jeder Hinsicht ordnungsgemäß und nicht so papierlos, wie das genannt wurde, durchgeführt worden wäre? Herr Ritter wäre es nicht geworden. Herr Ritter wäre es nicht geworden. Das war genau das Ergebnis der damaligen Untersuchung. Und also, da er es nicht geworden wäre, weil er nicht der geeignete Bewerber war, hat er auch keinen Schaden. Und wenn er keinen Schaden hat, meine Damen und Herren, dann gibt es keinen Anlass für eine Schadensersatzzahlung, damit auch nicht für eine Vergleichszahlung. Herr Kollege Bellino, Ihre Erklärungsversuche, ich habe schon dauernd darauf gewartet, wie es erklärt wird, vielleicht bringt es der Innenminister nachher ein bisschen besser hin. Das war ein netter Versuch, von den eigentlichen Motiven abzulenken, die Sie bewegt haben. Denn was ist denn los? Normalerweise ist die Lästigkeit, dass man sich mit so einem Verfahren auseinandersetzen kann, das kann ich Ihnen aus anwaltlicher Erfahrung sagen, für die öffentliche Hand alles andere als ein Grund, sich auf Vergleichsverhandlungen einzulassen. Das gibt es üblicherweise nicht. Wer erlebt, mit welcher teilweise an Sturheit grenzenden Hartnäckigkeit sich die öffentliche Hand selbst bei kleinen Fällen wehrt, dann muss man sagen, dann ist es in solchen Fällen, die ja auch eine erhebliche Brisanz und wo es auch durchaus um eine nicht unerhebliche Summe geht, die verdammte Pflicht und Schuldigkeit der Landesregierung gewesen, dieses Verfahren auch durchzukämpfen, dafür zu sorgen, dass anschließend Klarheit herrscht. In der Tat, es gibt keinen Schadensersatzanspruch. Bleibt also, wenn man sich das vor Augen hat, eigentlich nur eine einzige Erklärung, warum man sich trotzdem entschieden hat, diese Lästigkeitsprämie zu zahlen. Die Landesregierung sucht den politischen Abschluss heute. Und warum hat uns ja Herr Kollege Rudolph vorgeführt? Die SPD würde auch in Zukunft keine Gelegenheit auslassen, dieses Thema hier hochzufahren. Und wie wäre es denn gewesen, wenn Sie sich nicht verglichen hätten? Wir hätten irgendwann im Herbst vielleicht einmal eine mündliche Verhandlung gehabt. Dann hätte es Beweisaufnahme gegeben, vielleicht über mehrere Termine, immer wieder mit schöner Berichterstattung und anschließend Aktuellen Stunden, die die SPD hier beantragt. Das, was Sie erlebt hätten, dann anschließend mit Rechtsmitteln, hätte Sie zwanglos begleitet in den nächsten Landtagswahlkampf. Zwanglos begleitet in den nächsten Landtagswahlkampf. Insofern war es bei den Strategen der Union, die wir ja auch lange kennenlernen durften, durchaus verständlich die Überlegung, wir müssen das Thema abräumen. Das Thema muss weg. Darum geht es Ihnen bei dieser Vergleichszahlung. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, das alles ist politisch verständlich. Und das lassen Sie mich bitte zum Abschluss noch sagen. Die große Frage ist es, ob es zulässig ist, dafür Steuermittel einzusetzen. Meine Damen und Herren, die Wahlkampffinanzierung der CDU. Die Wahlkampffinanzierung der CDU ist nicht Sache des Landes Hessen, sondern Ihrer Parteikasse. Dann erstatten Sie gefälligst auch diese 50.000 € aus der Parteikasse, aus Ihrem Wahlkampffonds an das Land Hessen. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, nach der
Debatte, die in Teilen sogar einen Aufguss, sogar nahezu wörtlichen Aufguss der Debatte zum Untersuchungsausschussbericht aus dem Januar 2013 darstellt, wo sogar dieselben Redewendungen, Herr Kollege Rudolph, und dieselben Witze hier vorgetragen worden sind, ist wenig kreativ. Deswegen komme ich zu den Fakten zurück. Worum geht es? Der ehemalige Vizepräsident der Hessischen Bereitschaftspolizei, Wolfram Ritter, hat sich im Rechtsstreit auf Anregung des Gerichts mit dem Land Hessen auf einen Vergleich geeinigt. Hintergrund dieses Rechtsstreits war die Übertragung des Dienstpostens des Präsidenten der Bereitschaftspolizei im Jahre 2008, bei dem ein anderer Bewerber zum Zuge kam. In dem Vergleich stimmt das Land Hessen zu, dem ehemaligen Polizeivizepräsidenten ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und unter ausdrücklicher Aufrechterhaltung seiner bisherigen Rechtsauffassung einen einmaligen Betrag in Höhe von 50.000 € zu bezahlen. Herr Ritter erhält lediglich ein Drittel seiner ursprünglichen Schadensersatzforderung. Er hat zwei Drittel der Prozesskosten zu tragen. So viel noch einmal zu den Fakten. Vergleichsabschlüsse, meine Damen und Herren, sind ja entgegen dem Eindruck, der hier vermittelt worden ist, nicht völlig ungewöhnlich für Gerichtsverhandlungen. Vergleichsabschlüsse sind z. B. in der Arbeitsgerichtsbarkeit ein oft gebrauchtes Mittel, um Rechtsstreitigkeiten gütlich beizulegen. Nichts anderes ist es auch hier in dem hier diskutierten Fall. Das Land Hessen hat sich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gegen einen langwierigen Prozess entschieden. Auch diese Abwägung ist ein üblicher Vorgang, den wir zu leisten haben. Das Gericht hat unter Berücksichtigung der Beweisfragen und dem Umfang des Mitverschuldens des Klägers einen Vergleich vorgeschlagen, der einen weiteren Prozess entbehrlich macht. Die Einzelheiten des hier in Rede stehenden Vorgangs sind in aller Ausführlichkeit in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss beleuchtet worden und für alle Interessierten im Abschlussbericht nachzulesen. Herr Kollege Blechschmidt war es, der als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses im Januar 2013 das Ergebnis für den Untersuchungsausschuss 18-2 wie folgt zusammengefasst hat. Ich möchte hier, so der Kollege Blechschmidt wörtlich, ich möchte hier vor allem die abschließende Bewertung hervorheben, die sich auf den Seiten 165 fortfolgende wiederfindet, die mit dem Untersuchungsauftrag und in der Medienöffentlichkeit erhobenen Vorwürfe, Staatsminister Bouffier und die Hessische Landesregierung hätten rechtswidrig einen Parteifreund zum Präsidenten des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums ernannt, haben sich als unzutreffend und haltlos erwiesen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Damen und Herren, keine weiteren Wortmeldungen mehr. Ich will jetzt noch, nachdem der Antrag hier jetzt auch Antrag der Linke bei uns vorliegt, das noch einmal fürs Protokoll jetzt noch einmal festhalten. Dringlicher Entschließungsantrag. Moment, langsam. Der Fraktion Die Linke betreffend zahlreiche Rechtsverstöße, materieller Schaden für das Land, der sogenannte Polizeichef-Affäre, Drucksache 19/2293. Die Dringlichkeit ist bereits bejaht worden. Dann kann dieser Antrag jetzt auch im Anschluss abgestimmt werden. Ich will auch noch für das Protokoll festhalten, dass der Dringliche Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke betreffend jüngste Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, Drucksache 19/2294, eingegangen ist. Dringlichkeit wird auch hier bejaht. Dieser Dringliche Entschließungsantrag wird Top 90 und kann mit Tagesordnungspunkt 3587 zu diesem Thema aufgerufen werden. Nur damit wir das für das Protokoll mal haben. Der Kollege Rudolph hat sich zur Geschäftsordnung gemeldet. Bitte sehr. Herr Präsident, wir beantragen zu unserem Tagesordnungspunkt 88 namentliche Abstimmung. Also gut, dann mache ich alles. Schön. Herr Kollege Schaus, auch noch einmal namentlich. Na? Genau. Herr Präsident, genau so ist es. Auch wir beantragen zum Tagesordnungspunkt 89 namentliche Abstimmung. Also zweimal namentliche Abstimmung. Ihr Leute, richtet euch. Herr Utter, soll ich wieder anfangen? Soll ich wieder anfangen? Ja, gerne. Ja. Aber nicht so schnell machen, dass man mitkommt hier. Ja. Ich hätte gerne.
So, dann rufen wir jetzt erst auf namentliche Abstimmung den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, Tagesordnungspunkt 88. Bitte mit dem Namensaufruf zu beginnen. Ulrike Alex, Tarek Al-Wazir, Dr. Walter Arnold, Lena Arnold, Sabine Bächle-Scholz, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer, Nicola Bär. Holger Bellino, Peter Beuth, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Volker Bouffier, Barbara Cárdenas, Ulrich Kasper, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Corrado Di Benedetto, Klaus Dietz, Angela Dorn, Tobias Eckert, Sigrid Erfurt, Nancy Faeser fehlt, Martina Feldmeier, Uwe Frankenberger, Dieter Franz, Jürgen Frömmrich, Kerstin Geis, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Wolfgang Greilich, Timon Kremmels, Stefan Krüger, Gernot Grumbach, Stefan Grüttner, Heike Habermann, Jörg-Uwe Hahn, Ursula Hamann, Karin Hartmann, Christian Heinz, Heike Hofmann, Andreas Hofmeister, Brigitte Hofmeier, Rüdiger Hohlschul. Hartmut Honka, Hans-Jürgen Irmer, Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, Irmgard Klaff-Isselmann, Horst Klee, Hugo Klein, Kai Klose, Eva Kühne-Hörmann, Gerald Kummer, Dirk Landau, Judith Lannert, Jürgen Lenders, Angelika Löber, Frank Lorz, Heinz Lotz, Daniel May, Gerhard Merz, Markus Meißner, Karin Müller, Regine Müller, Petra Müller-Klepper, Willi von Oyn, Mürvet Öztürk entschuldigt, Manfred Penz, Lucia Putrich, Lothar Quanz, Claudia Ravensburg, Clemens Reif, Florian Rentsch, Michael Reul, Boris Rhein, René Rock, Ernst Ewald Roth, Günther Rudolph, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Hermann Schaus, Norbert Schmidt, Günther Schork, Mariana Schott,
Armin Schwarz. Nein. Uwe Serke. Nein. Michael Siebel. Ja. Dr. Daniela Sommer. Ja. Dr. Thomas Spieß. Ja. Peter Stephan. Nein. Ismail Tippi. Nein. Tobias Utter. Nein. Joachim Feilmann. Nein. Matthias Wagner. Nein. Astrid Wallmann fehlt. Thorsten Warnecke. Ja. Sabine Waschke. Ja. Marius Weiß. Ja. Kurt Wiegel. Nein. Bettina Wiesmann. Nein. Dr. Ulrich Wilken. Ja. Axel Wintermeyer. Nein. Janine Wissler. Ja. Karin Wolf. Andrea Ypsilanti, Turgut Yüksel. Das war's. Möchte noch jemand seine Stimme abgeben? Gut, halte mal fest. Dann ist der Abstimmungsvorgang geschlossen. Bitte auszuzählen. Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen das Ergebnis bekannt. 104 abgegeben, mit Ja 41, mit Nein 63. Damit ist dieser Dringliche Entschließungsantrag der SPD abgelehnt. Und es geht weiter. Abstimmung über den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 2293, in namentlicher Abstimmung. Wer fängt an? Du. Ulrike Alex. Tarek Al-Wazir, Dr. Walter Arnold, Lena Arnold, Sabine Bächle-Scholz, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer, Nicola Bär. Holger Bellino. Peter Beuth, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Volker Bouffier, Barbara Cardenas, Ulrich Kasper, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Corrado Di Benedetto, Klaus Dietz, Angela Dorn, Tobias Eckert, Sigrid Erfurt, Nancy Faeser entschuldigt, Martina Feldmeier, Uwe Frankenberger, Dieter Franz. Jürgen Frömmrich, Kerstin Geis, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Wolfgang Greilich, Timon Gremmels, ja. Stefan Krüger, ja. Gernot Grumbach, ja. Stefan Grüttner, nein. Heike Habermann, ja. Jörg-Uwe Hahn, ja. Ursula Hamann, ja.
Karin Hartmann, Christian Heinz, Heike Hofmann, immer noch nicht da, okay. Andreas Hofmeister, Brigitte Hofmeier, Rüdiger Hohlschuh, Hartmut Honka, Hans-Jürgen Irmer, Norbert Kartmann, Kassika auch entschuldigt, Frank-Peter Kaufmann, Irmgard Klaff-Isselmann, Horst Klee, Hugo Klein, Kai Klose, Eva Kühne-Hörmann, Gerald Kummer, Dirk Landau, Judith Lannert, Jürgen Lenders, Angelika Löber, Frank Lorz, Heinz Lotz, Daniel May, Gerhard Merz, Markus Meißner, Karin Müller, Regine Müller, Petra Müller-Klepper, Willi von Oyn, Mürvet Öztürk ist entschuldigt, Manfred Penz, Lucia Putrich, Lothar Quanz, Claudia Ravensburg, Clemens Reif, Florian Rentsch, Michael Reul, Boris Rhein, René Rock, René Rock, Ernst Ewald Roth, Günther Rudolph, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Hermann Schaus, Norbert Schmidt, Günter Schork, Mariana Schott, Armin Schwarz, Uwe Serke, Michael Siebel, Dr. Daniela Sommer, Dr. Thomas Spieß, Peter Stephan, Ismail Tippi, Tobias Utter, nein, Joachim Feilmann, Matthias Wagner, Astrid Wallmann fehlt, Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Kurt Wiegel, Bettina Wiesmann, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer, Janine Wissler, Karin Wolf, Andrea Ypsilanti, Turgut Yüksel. Das war's. Möchte noch jemand abgeben? Nicht der Fall. Dann bitte ich auszuzählen. Ich möchte vielleicht noch einmal, weil eben die Frage war, der Landtagspräsident ist heute entschuldigt bis etwa 16 Uhr. Er nimmt an der Beisetzung des Präsidenten des Landtags des Saarlandes teil. Nur damit das jeder weiß, aber es ist auch schon hingewiesen worden am Dienstag. Meine Damen und Herren, ich gebe das Ergebnis bekannt.
abgegeben, wie zuvor 104, mit Ja 41, mit Nein 63. Damit ist dieser Antrag der Fraktion DIE LINKE, Dringlicher Entschließungsantrag, abgelehnt. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen das Ergebnis bekannt gegeben. Zweifelt irgendjemand am Ergebnis? Dann ist es in Ordnung. Dann seid doch wieder lieb. Dann kommen wir zum nächsten Punkt.